Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Heute mal keine Mods hinzugefügt, ja, muss man auch mal erwähnen. Aber das Stromnetz ist fertig, denn ich habe noch mal eine Runde Materialien durchgejagt und auch mal noch mal alles ausgeleert. Ein paar Kistchen mehr hingestellt. So, was machen wir denn als nächste Forschung? Was ich gesagt hätte, was total Sinn macht. Ich hätte gesagt, total Sinn macht Automatisierung 2. Genau. Geht das ganze Kraffel nämlich hier schneller. So, wir waren ja beim letzten Mal dabei, den Strom hier hinzumachen. Und dann hätte ich gesagt, ich brauche mal noch ein paar Maschinen. Das machen wir jetzt gleich mal hier. Und zwar als allererstes, ich brauche mal beide Strommasten, die neuen. Und dann hätte ich gesagt, brauchen wir auch noch schnell mal die Stängelchen. So, Stängelchen kommen gleich hier rein. Die können schon mal laufen. Dann habe ich hier Kupferplatten. Dann brauche ich hier dasselbe. Dann brauche ich Stahl. Brauche ich das hier auch? Jawohl. Brauche ich auch. Und dann brauche ich Eisenstangen. Ich habe gesagt, ich mache zuerst die, weil die sind die wichtigsten am Anfang. Die anderen sind zwar nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht so schlimm, wenn die etwas später fertig werden. Sonst habe ich mal davon 10 Stück oder 11 sogar. Sehr schön. So, aber das sind jetzt schon mal die, wo ich jetzt brauche für diesen Punkt hier. Das heißt, die kommen jetzt alle dahin. Ja, je weiter, dass ich hier dann bin. Irgendwann kann ich mir nämlich dann hier den da schenken. Dann habe ich dann hier auch einen schönen freien Eingang. Ja. Dahin. Und dahin. So, dann haben wir den jetzt schon mal komplett eingekreist und mit Strom versorgt. Haben wir hier fehlt eindeutig. Aber ich habe Lampen da. Sehr schön, dass der auch noch hier rumjammert. Ja, das heißt, ich muss noch schauen, dass ich oben jetzt dann den Strom nach unten noch kriege. Der schon fertig. Das ist sehr schön. Also dass die Forschung gefällt mir momentan so wie die läuft. Und ich habe die nicht mal automatisiert. Wie schaut es denn hier aus? Er läuft noch fleißig. Die laufen auch noch fleißig. Oh, 164 davon fertig. Und 196 davon fertig. Perfekt. Und dann hätte ich gesagt, machen wir auch gleich die Bahneinlagerung. Next Level. Und dann rennen wir mal nach oben. Ah, jetzt muss ich halt ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen grübeln. Okay, am Rand entlang muss ich jetzt nicht gleich was legen. Mittelgroße, große. Schauen wir mal, dass wir da noch was kriegen, weil ich brauche noch ein paar große. So, 280 Stück. Komm die mal rein und du kommst da rein und da kannst du auch schon mal anfangen. Wenn ich schon mal die anlegen, die ich dann sowieso dann gleich brauch unten. So, dann hätte ich gesagt, dann ja, machen wir die mal hier hin. Mal gucken, wie weit ich damit komme.
Einfach mal drei. Dann kommst du dahin und es werde Licht. Ist das nicht schön? Ich werde das Licht ausmachen. Ja, aber was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall die Dinge hier weg. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Den lasse ich noch. Ja, die gehen schon mal aus. Das ist wieder wunderbar. Aber wir haben vor allem jetzt auch hier Strom, der jetzt nach unten geht. Und ist dann auf die da auf jeden Fall auch mit angeschlossen. Und jetzt haben wir ja die zweiten Masten gemacht. Da haben wir jetzt 35 Stück. Die nehme ich jetzt auch gleich mit, weil die werden jetzt dann auch gleich hier eingebaut. So, du gehst jetzt dann hier hin, du gehst hier hin. Dann hätte ich gesagt, machen wir dasselbe Spiel auch hier. 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 Und hier. So, jetzt ist auf jeden Fall dieser Bereich hier schon mal sauber angeschlossen. Und ich bin zufrieden. Ja, man kann mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Finde ich. Ich habe schon die nächste Forschung, ja. Fertig. So, dann schauen wir mal, was ich dafür brauche, um die nächsten Maschinchen zu bauen. Dafür brauche ich ein bisschen Stahl. Ich brauche dafür Zahnräder. Dann hätte ich gesagt, gleich wieder welche produzieren. Dasselbe auch hier. Ich hätte jetzt eigentlich die nächsten Forschungen gerne fertig. Vor allem, ich hätte auch noch gerne die Verkleinerung dann auch noch mit drin. Die hier. Compressing. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir die fertig haben. So. Momentan habe ich ja noch die Möglichkeit, hier das rein zu schmeißen. Ja, die zwei sind schon mal wieder lose. Dann hätte ich jetzt eiskalt gesagt, wir drehen auch gleich die um. Ich mache die auch schon mal mit in die Kisten. So. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Der darf gemütlich rausschmeißen. Sehr gut. Aber wir wollen ja hier auch das Zeug abbauen. Und das Schöne ist jetzt, ne, jetzt haben wir schon mal die nächsten. So. Du kommst weg. Schaut aus wie grauen Rüben, aber ist egal. So, bitte. Die Abbau ist auf, denn man kann nicht genügend Eisen haben. Nee, es geht nicht. So, und dann schmeiße ich jetzt dich da rein, den Rest da rein. Dann fangen jetzt alle an. Und das ist schon mal sehr schön. Ich komme ja auch schon an.
Das heißt, ich komme jetzt auch. Oh, sehr schön. Verkleinerung. Nächstes. Das heißt, ich komme ja auch jetzt an hier. Ich darf jetzt nur nicht vergessen. Wie will ich das machen? Wie habe ich das jetzt gesehen hier? Na, ich könnte das hier dann zuschütten. Dann könnte ich hier anfangen mit den Produktionen. Außer ich sage, nee, ich bleibe hier oben und fange dann hier mit den Produktionen an. Dann würde es vielleicht sogar Sinn machen, dass man sagt, okay, ich mache es genau verkehrt rum. Dass ich sage, okay, die erste Linie unten ist Stahl. Es ist halt nur die Frage, ich muss mal gucken, dafür habe ich das FNEI. Material, Material, hier ist Stahl. Verwendung. Ich habe dafür 407 Rezepte. Ehrlich gesagt, 407 Rezepte, das klingt eigentlich nach genügend. Ich lasse jetzt auf jeden Fall, ich mache es jetzt mal so, ich lasse jetzt mal auf jeden Fall zwei frei. Ja, ich will ja immer noch raus und reingehen können. So, das heißt, ich habe jetzt hier meine erste Linie. Das ist Stahl. Wieder zwei frei. Dann habe ich meine nächste Linie. Gleich kein Material mehr. Bauen. Genau, sehr schön. Eisen ausgegangen. Und auch noch ein paar davon. Das sind 500 Stück. Fertig. Da machen wir die restlichen 200 rein. Und noch mehr Eisen. Dann sage ich ja, man kann nicht genügend Eisen haben, weil ich stelle gerade auch keinen Stahl her. Das ist auch teilweise sogar ein Problem. Ja, aber ich brauche erst eine vernünftige Produktion hier. Und ich bin gerade beim Überlegen, mache ich das? Ja, das machen wir. So, das heißt, ich hau jetzt dann hier nochmal einen Strommast hin. Dann habe ich hier in der Reihe einen. Und hier oben auch noch mal ein. Bis ich soweit bin, will ich ja hier irgendwo auch. Na, geh du mal da weg. Machen wir dich hier hin. Na, dann kann ich hier nämlich dann auch noch so schöne Dinge aufstellen, dass ich die einladen kann, ne? In Kisten und so weiter. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon mal. Ich muss jetzt erst einmal gucken, wie das überhaupt ausschaut, dass wir hier alles machen können. Also, wir haben auf jeden Fall. Hier ist Stahl, hier ist Eisen, hier ist Kupfer. Dann haben wir Stein. Dann habe ich noch Kohle. Kohle lasse ich auch vierfach laufen. Oh, was ich jetzt aber gleich noch mache, hier ist auf jeden Fall den da verändern. Und zwar, ich möchte, dass du dahin gehst. Und dann tun wir jeden zweiten abändern. Und das Schöne ist, die kommen nicht mal bis dahin. Ist das nicht nett? So, das auch. Zack, 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 zack. Jawohl.
Ja, schauen wir mal, wie viele Bänder das wir bekommen haben. 26 ist nicht viel. Aber es sind 300 fertig. Das ist super. Achtundachtzig Stück. Ich brauche mehr Greifarme. Machen wir mal mehr Greifarme bitte. Und die 500 haben wir auch noch. So. Kann man nicht meckern. So, 40 Stück und die 47 kann ich auch noch reinschmeißen. Hätte ich gesagt, dann nehmen wir mal als erstes mal diese Linie hier komplett. Denn ich komme jetzt dann hier raus. Und man weiß nie. Dann hätte ich gesagt. Und du kommst dahin und du kommst dahin. Gehst in die andere Richtung. Und dann machen wir noch den Untergrund. Ah, geht nicht, weil ich keinen Stein habe. Aha. Was brauche ich von dir? Komm, hau alle rein. Aber ich brauche jetzt mal ein unterirdisches Fließband. Hat nämlich jetzt sogar den Vorteil. Na, wenn ich das jetzt hier einfach hinmache. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich das jetzt nämlich so mache. Kommt der nirgends raus. Aha. Nee, dann hätte ich gesagt, eiskalt. Ich muss es leider auch hier hin machen. Und jetzt brauche ich Verteiler. Du bist jetzt welche Generation? Du bist zweite Generation. So, einen habe ich. Du bist jetzt ein Balancer. Genau. So, die schmeiße ich mal schnell rein. Die schmeiße ich mal schnell rein. Auch 20 Zahnräder. Ich brauche noch drei. 20, 40. Nein, jawohl. So, und dann brauche ich die, Balancer, also die Viecher hier. Hab ich noch vier? Oh Gott, das ist viel zu wenig. Maschinchen nehmen, du kommst dahin. Ich habe gerade gedacht, meine Forschung steht still, aber kann nicht sein. Aber ich könnte mal demnächst mal wieder ein paar Forschungsstationen bauen und arbeiten schon mal. Ach. So, musst du dahin? Ja, ich immer mit meinen Geistessprüngen, ne? So, das, dann das und das. Dann brauchen wir hier mal wieder was. Wie schaut es hier aus? Hier brauche ich wieder die restlichen. Habe ich noch irgendwo Forschungsgebäude? Nein, habe ich nicht. Dann lassen wir auch gleich wieder welche durcharbeiten. Froh, wenn das so ist. 81 Stück.
paar Platten. Davon. Langsam geht alles auf. So, und da können wir auch noch welche nehmen. Die auch noch reinschmeißen. Kann der auch arbeiten. Genau. Das heißt, ich habe jetzt davon schon mal vier. Ich habe ja schon gesagt, da brauche ich auf jeden Fall weitaus mehr. Und an was liegt jetzt? An den. Ich. Restlichen hier rein. Da kann man ja verzweifeln. Ja. Jetzt haben wir 12 Stück. Das hört sich gut an. Da haben wir 3 Stück, dann haben wir insgesamt 4 Stück. Das passt auch. So, und dann machen wir jetzt mal den Käse. Und jetzt habe ich, glaube ich, mein Buch. Bandverdichter. Ja, das können wir mal einmal zusammen machen. Das heißt, wobei das ist jetzt genau andersrum, ne? Das heißt jetzt, die da verteilen es so, dann geht es so. Dann geht's so. So, so. Nee, das stimmt nicht. Das ist dann, ich glaube, der geht auf jeden Fall nach unten und kommt 3 später wieder raus. Davon brauche ich noch mal welche. Ja, der Wahnsinn, ne, was man alles so aufbauen muss. Das da. Und das da. Auch ein. Ja, wobei, die brauche ich ja nicht nie. Oh, das Warehouse. Auch fertig. Sehr schön. So, was macht es dann am meisten erstmal Sinn zu machen? Stromverbrauch reduzieren, das hört sich mit gut an. Ich könnte auch machen die Logistik. Wobei die Logistik erstmal am meisten Sinn macht. Ich gehe jetzt erstmal auf die Logistik, weil dann haben wir die nächsten Bänder, weil die brauche ich ja für die Stromversorgung auch. Und dann kann ich die Dampfmaschinen hochrüsten. Weil momentan habe ich noch genügend Strom bis, ja, dass immer hier mehr werden. Und ich merke schon wieder, die sind schon wieder alle. Ja, es sind alle. Ich bin auch alle. So, davon ein paar mitnehmen. Die brauchen wir jetzt immer wieder. Und da ist noch welche dazu gekommen. Nein, da auch nicht. Passt. Aber ich hoffe, dass da noch was dazu gekommen ist. Jawohl. Ah, schön. Danke. Also, das heißt jetzt, der kommt rein, verteilt es auf die, geht rein. Dann kommst jetzt du dahin und gehst da auch hin. Und dann kommt der da dahin. Dann kommt der dahin. Genau, andersrum. Der kommt dahin und die kommen dahin. Ja, und dann geht er jetzt dann. Dann geht er rüber. Heißt, ja, der war falsch, genau. Der könnte nämlich dahin. So, und dann geht der nämlich jetzt hier rein. Und der geht da rein. Genau. Dann geht der da raus, dann geht der da runter. Dann schauen wir mal, ob der nicht die Onkel.
das jetzt auch so gemacht hat, wie es im Buch steht. Und schaut gut aus. Ja. Ich glaube, ich habe es mehr richtiger gebaut jetzt als vorher. Aus 2 wird einer, geht rein. Ja, das ist so richtig. Habe ich im Buch falsch? Klasse. Bin ich gut. Okay, so, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal in den Untergrund. Und lassen mal hier Bänder rüber rauschen. Ja, ich merke halt gerade, dadurch, dass jetzt der halt, ja, okay, nee, das wird sich nicht so schnell einrenken. Das heißt, ich muss mal schnell nochmal runter. Das muss weg. Die müssen weg. Die kommen jetzt beide hier an, gehen hier raus. Das ist mir jetzt dann doch erstmal egal. Muss sein. So, und dann gehst du hier rein. Ja, dann haben wir hier schon mal die erste Verteilung. So, und dann habe ich hier noch sozusagen einen Mod. Das heißt, wir packen die jetzt einfach mal hier weg. Und der verteilt die dann auch noch mal sauber. Aufs Band mit. Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, mache ich mal schnell einen, wenigstens einen Knickarm. Dann gehen wir dahin. Brauche ich immer schnell den. Dann hätte ich gesagt, eine Kiste dran. Wir nehmen von oben weg und du räumst auf, weil das heißt, ich kann hier, ich produziere hier wenigstens mal eine Kiste mit Eisenplatten, bis ich die mal so weit angeschlossen habe. Ja, stellen wir sogar 2 hin. Dann wird hier auch ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir noch mal. Ah, sehr schön. Die sind leer. Das ist total intelligent gewesen wieder. Wir schauen nach. Jawohl. Raus und raus. Aber ich kann ja jetzt noch was bauen. Es ist ja eine Forschung noch fertig geworden. Gibt aber nirgends, was ich eigentlich jetzt wegmachen könnte. Ne? Bräuchte sogar 2. Machen wir es doch ganz einfach. Wir bauen noch mal welche hin. Achso, den habe ich sogar schon da. Dann heißt es jetzt, das Eisen kommt raus. Und das Schöne ist, dadurch, dass das Eisen jetzt läuft, kann ich die abbauen. Weil es egal ist. Da kann ich jetzt noch ein bisschen Eisen reinschmeißen. Okay, dann habe ich jetzt noch ein paar Platten. Dann habe ich Maschinchen. Du kommst da rein. Wie schaut es mit dir aus? Da schaut es gut aus. Da kann ich gleich welche reinschmeißen und die 1000 kann ich auch mit reinfeuern.
Dann habe ich davon auch welche und Zahnrädchen. Die arbeiten ja auch weiter. So. Das ist das Erste, was wir machen. Dich austauschen, dich austauschen. Dich austauschen. Dich austauschen. Dich, dich, dich. Und dann können wir jetzt anfangen, vorne nach hinten zu arbeiten. Habe ich noch. So, dann habe ich jetzt noch ein paar Maschinchen übrig. Dann ist der Stahl ausgegangen. Die letzten 500, ich freue mich. So, genau, ich wollte ja jetzt, dass die Maschine habe ich gebaut. Ich kann aus dieser Abteilung hier, ja, ich habe jetzt nämlich das normale Lagerhaus mit 450 Lagerplätzen. Und ich habe das andere Lagerhaus mit 1800 Lagerplätzen. Und davon brauche ich jetzt 4 Stück. So, dafür brauche ich 40 Steine. Hatte ich gerade gesagt 40, ne? Ja, habe ich. 40, das heißt, ich brauche 4, 8, 12, 16, 160 Steine. Dann machen wir es so. Geht besser. 160. Und Stahldinger rein. Alter Schwede. Da ist er schneller mal Stahl weg, als ich gucken kann. Oh, Da freue ich mich. Die baue ich jetzt auch mal ab. Da reichen mir leider. Da müssen mir leider 4, 8 reichen. 4. 4 pro Reihe. Dann stimmt's. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall auch. Haben wir jetzt den nächsten Balancer, den brauche ich aber gerade nicht. Dann machen wir jetzt einmal den Heizkessel Nummer 2. Na, das Lustige ist Kupfer. Kupfer momentan habe ich eben einfach nur im Überfluss. Wüsste nie, für was ich das brauche. Und irgendwann geht's. Nächste. Warum habe ich keinen Kupfer mehr? So, 2 Stück habe ich. Brauche halt 200 Stahlträger, ne? Mal gucken, wie viel hat er schon mal reingeschmissen? Ah, 1000 haben wir schon wieder. Geht halt langsam voran. So, dann haben wir jetzt bekommen als nächstes noch die nächsten. Dann kriegen wir die da. Das heißt. Ja, da baue ich wieder Stahl. Ich habe momentan leider keinen Stahl dafür übrig. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Habe jetzt auch gerade mal 48 Stück rausbekommen. Hätte die anderen gestehen gelassen, hätte ich vielleicht mehr bekommen. Ja, aber es nützt mir nichts, wenn ich kein Eisen habe. So, aber ich habe schon mal 2. Ah, tiny. Wir haben ja hier gesagt, ne, hier kommt Stein, der Bahnhof wäre da vorne. Und dann wäre das schon mal richtig. Dann hätte ich jetzt für mich gesagt,
Ich nehme die Tiny Teile hier. Und ich brauche auf jeden Fall Platz. Dann schau mal. Ich brauche noch weitere große Masten. Kommst du da rein? Da muss ich jetzt halt leider nur 250 nehmen. Ich habe auch momentan viel zu wenig Eisen. Und das ist jetzt halt das große Dilemma. Und wo kommst du dahin? Und dann heißt es jetzt, genau, das Tiny Lagerhaus, das, was ich jetzt habe, kommt da als letztes mit hin. Das sind meine Kisten nämlich schon voll. Oh, das heißt jetzt für mich aber, ich muss definitiv, das musst du mal leider weg, muss ich mal dich schnell abklemmen. Ich hab dich auch weg. Wo kommst du hin? Und dann muss ich dich hier anschließen. Ja, dann machen wir das so. Dann lassen wir die erstmal wegen überlappen. Oder machen wir es? Nee, machen wir anders. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Platz. Dann habe ich hier drei. Dann habe ich hier wieder. Genau, so machen wir es. Dann habe ich nicht mal eine Überlappung. Dann nehmen wir dich hier weg und tun dich dahin. Da kann ich dich nämlich auf jeden Fall auch schon mal wegräumen. Da kommst du jetzt dahin. Genau, habe keine Überlappung und den kann ich wieder, habe ich wieder angeschlossen. So. Und jetzt muss ich mal schauen, ich brauche noch ein paar Knickarme. Stück habe ich. Wie schaut's aus? Wie viel Stahl haben wir? Schon ein bisschen was. So, das heißt, ich habe jetzt mein drittes Häuschen. Ich brauche 4, 5, ja, viel mehr. Egal. So, dann heißt es, du kommst jetzt dahin. Da kannst du weg. Da kannst du auch weg. So, das heißt, wir haben jetzt den wichtigsten, das ist Eisen. Reichweite. Ja, dann hauen wir jetzt mal gleich voll. Kann das sagen, dass ich nicht das Zeug gleich aufgeräumt habe. Okay, dann, ja doch, dann brauche ich auf, dann brauche ich sogar, ja, ich brauche viel mehr. Weil ich habe ja noch Stein, ich habe dann noch irgendwann Uran. Was auf jeden Fall hier ankommt. So, dann haben wir hier Stein. Dann brauche ich halt. Ja, aber da läuft noch. Das läuft noch. Das ist gut. Wie gesagt, das Schöne ist ja auch, irgendwann läuft es auch über das, über dieses Häuschen hier. Ja, auch die Kohle, die wo jetzt da hinten ist, läuft dann irgendwann erstmal hier rein. Und dann nach oben weiter. Weil dann habe ich auch hier immer mein Puffer mit drin. Und die Kohle wird auch immer wieder abgebaut. Der ist schon wieder durch. Wie
viel habt ihr noch? 300, 1500, 2000. Ja, okay. Nee. Dann hätte ich gesagt, kommt ihr gleich dahin. Du wirst abgebaut. Das Zeug, wir kriegen hier. Einen habe ich noch. Gib ihm. Tschüss. Wir haben jetzt insgesamt 132, 70 Stück brauche ich noch. Dann habe ich die Kohle auch da drin. Dann wären wir zufrieden. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Ich könnte das über andere Möglichkeiten regeln, was wir auch tun. Schon wieder keinen mehr frei. Dann brauchen wir dich. Ups. Bau du mir mal aus der Abteilung jetzt die Kompaktloader. Wofür brauche ich? Ein Fließband. Ein Fließband. Ich glaube, ich kriege da 4 Stück hin, ne? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann brauche ich. Dann brauche ich schon mal 16. Dann brauche ich 32 Stück. Und da einfach mal alle. Lassen wir laufen. Da packen wir den wieder rein. Den da wieder dahin. Die restlichen Eisen. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass jetzt der, jawohl, weiß ich, so wie viel hast du? Echt ein Stück. Jetzt erstmal das Wichtigste, weil ich möchte ja jetzt. Der muss jetzt dann immer so. Nein, falsch. Meep. Das heißt, ich brauche jetzt von hier. Und die da. Habe ich 7 Stück. Bin bestimmt die Zahnräder ausgegangen. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder wenigstens ein bisschen Eisen habe, kann ich da wieder nachlegen. So. Eins, zwei. Die haben nichts mehr zum Produzieren. Oh, und die Grünen sind auch aus. Mein Gott, warum sagt mir das keiner? Nicht nett. 25, dann machen wir mal die da. Und dann noch ein paar dazu. Ja. 35, aber auch noch ein paar. Okay. Jetzt wird der auch fertig sein. So, dann ja. Mache ich denn? Ihr könnt mir mal reinschreiben. Momentan, ich zeige, wo sind sie? Da sind sie. Momentan kosten ja die 5 Eisenplatten und ein Fließband. Schreibt mir mal rein. Was ihr für ein Rezept sagt, dass das ja, ich sag mal, angemessen teuer ist, weil er hat einen Filter. Weil ich bin der Meinung, dass dieses Teil hier
Nach meiner Meinung nach, sagen wir mal, mindestens, vor allem es ist er sehr schnell raus. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Filter. Die gibt es ja Gott sei Dank in jeder Kategorie. Und ich bin der Meinung, sogar zwei oder drei. Aber schreibt mir mal eure Ideen rein. Wäre super. So, jetzt muss ich erst einmal das Eisen, was ich jetzt hier habe, sozusagen erstmal da drüben zwischenlagern. Denn man sieht gerade das größte Problem. Nein, mich könnt ihr noch nicht sehen. Aber das ist zu nah dran. Ich muss da ein Stückchen nach oben. Ich muss auf jeden Fall nochmal bis dahin. Dann kommst auch du weg. Und dann wieder rückwärts. Klack, klack. Ja, ist ja gut. Ja, kommst du jetzt hier hin? Ja, Steine sind auch ein bisschen zu viele. Das auch. Ich bin sogar beim Überlegen, macht es eigentlich am Anfang Sinn, so viele gleich auszuhauen, aber ja. Mache ich denn? Also normalerweise muss man sagen, du kommst. Also die kommen jetzt da raus. Kommen die daraus, die kommen daraus, ne? Weil da ist dann der Eingang. Ich habe ja jetzt alle 16. Dann hätte ich auch gesagt, dann machen wir die auch alle gleich hin. Jetzt dann auch bitte alle reindrehen. Okay. Wenn ich die abdrehen. So, dann hätte ich gesagt, gehe ich jetzt dann hier. Nach unten. Nach unten, nach unten. Wobei bei dem hätte ich gesagt, bleibe ich sogar in der Linie. Und dann habe ich ja hier jetzt meinen Eingang. So, und jetzt habe ich ja einen. Jetzt habe ich noch einen einzigen kleinen Vorteil, dass ich sogar zwei Linien habe. Auch Dampfmaschinen aufbauen. Der schon wieder voll. Und der ist leer. Und du kommst auch gleich weg. Aber ich brauche noch mehr Untergrundbänder. Oder mehr Bänder, nicht Untergrundbänder. Bänder für den Untergrund. Oh, 250 Stück. Ich brauche wieder Platten. Oh, und das ist gerade, ich habe es gerade gesehen, das ist der Nachteil, wenn man nicht auf die Uhr guckt, aber das machen wir schnell noch soweit. Fertig. Mal wieder maßlos überzogen. 30 Minuten anpeilen. Sind wir bei 50. Habt ihr mal nichts dagegen, ne? Genau. So, okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das heißt, wir wollen ja dann da hinten die Eisenvorkommen nach hinten prügeln. Genau, dann machen wir das auch so. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.